Sind wir weiter mit Assassin's Creed. Auch auf PlayStation 3. Wir wollten die Quest weitermachen. Ah, ja. Wir wollten die Quest weitermachen. Mentor, begrüßt doch eure erweiterte Familie. Salute a voi, Assassini. Es ist eine Ehre, so weit von daheim tüchtige Freunde zu finden. Seht ihr, Brüder? Unser Mentor schämt sich nicht, Schülern seine Gefühle zu zeigen. Keine Sorge, es wird nicht zur Angewohnheit. Wir wurden auf dem Weg hierher angegriffen. Einige von euch sollten die Umgebung durchkämmen. Hemmen! Und ihr, Ezio. Eure Ausrüstung ist in erbärmlichem Zustand. Besorgt euch Geld und repariert, was ihr könnt. Es gibt hier einen Schmied, ein Freund. Buona idea. Ausrüsten und erkunden. Ezios Ausrüstung ist im schlechten Zustand. Erkunden Sie den Galatat-Bezirk und erwerben Sie eine bessere. So. Ah, in der ganzen Stadt sind. Helfen, okay. Fein gearbeitete Metallarbeiten, Waffen. Ja, Waffen. Reparieren. Schulterteil. Ui, okay. Bald. Kommt und seht meine Handwerkskunst. Sicher ebenso gut wie alles, was ihr... Haben wir eigentlich jetzt irgendwas Neues auf der Karte? Nicht so wirklich. Aber vielleicht können wir außerdem bieten wir einen mobilen Auftragsdienst für alle. Können wir vielleicht mit uns. Warte mal. Ich schätze dir die Wache auf den Hals. Sonstiges. Okay. Möge Fortuna unseren gemeinsamen Geschäften hold sein. Ah, jetzt kann man mit ihm sprechen. Büchern. Odyssee. Das ist interessant. Ja. Mit euch zu machen. So, jetzt sehen wir die Schatztruhen.
zurückkehren, darf die Durchfahrt wieder benutzen. Okay. Doof. Der Wahnsinn lauert überall. In der ganzen Stadt verteilt zu sein. Bitte helft der Wache und berichtet alles, was ihr wisst. Said der Sanfte hat die feinsten Seiten in Konstantin. Er bietet alles. Wollen wir hier irgendwie, was wir irgendwie anhören können? Es wäre fast kriminell, sich diese fantastischen Waren nicht anzuschauen. Heute ist ein schöner Tag. Zwei neue Schreiber von Feldkirchen. Ja. Gut, wo geht's hin? Habe ich euch irgendwas getan? Der glorreiche Bayezid hält alle Fäden in eiserner Hand und wünscht, dass Stabilität und Ordnung andauern. Lasst euch nicht von Gerüchten und Spekulationen verwirren, gute Leute. Oh, sicher hat so ein edler Mann wie ihr etwas Geld für mich. Die Hohe Pforte bittet alle Einwohner, Vorsicht und Augenmaß anzuwenden, wenn ihr eure Kamele in der Nähe von Händlerständen anbindet. Halt! Psst. 20 Akschu für den, der mir seinen Kopf bringt. Tanrim Senbisikur, Zeit zu geben. Okay, so machen wir das. Aber es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Bisschen haben wir ausgegeben. Aber wir haben auch wieder was gekriegt. Einen schönen guten Tag. So, jetzt hier. Ach. Gibt es einen Grund für diesen Unfug? So. Medikamente, Behandlung für Kranke und Vermochten. Es sind zwei Truhen. Das glaube ich nicht. Er sagte, wir sollen ihn berichten. Solltet ihr bereit sein, es mit diesen Fäusten aufzunehmen? Ihr versteckt euch unter einer Kapuze? Drecksäcke!
Hi, Lanet. Ich verschwinde von hier. Hunger, leider! Ich glaube, das war falsch. Ich glaube, das war wirklich falsch. Wieso werden die nicht angezeigt? Tretet vor, nehmt eure Gesundheit ernst, liebe Leute. Hat er den Verstand verloren? So. Untersuchen. Fraktionsgebäude. Aber nicht genug Geld. Nicht genug Geld. So, Datenbank. Ah, hier vorne. Ich dachte, das wäre innen drinne. Ich hab gedacht, das wäre innen drinne. Salamun alaikum. Ah, ihr wolltet fast hochgehen. Bringen und töten. Guter Gott, damit will ich nichts zu tun haben. Guter Gott, ein Mörder! Lauft! Mann, ich verschwinde von dir. Oh, habe ich mich erschrecken. Erschrocken. Erschrocken habe ich mich. Was zum Bann hat das Morden endlich auf? So. Thank you.
Also man darf nicht einfach rumstehen. Sonst ist man einfach tot. Aber das ist neu. Also wirklich. Das ist neu. Was zum Glück? Zum Glück wurden wir vorgewarnt. Also mit einem Tutorial. Nur Tutorial. Wir haben jetzt schon tot. Von dem jungen Ochsen, der sich während seiner Opferung befreien konnte und seine neue französische Kutsche zerstörte. Obwohl er um Verständnis für seine Lage zeigte. Was ihr könnt? Hilfe! Da ist ein Mörder! Ruf die Wache! Kacholsun, die Toten beim Augen. Scheußlich! Elender Dieb! Lass die Toten in Frieden! Aber die brauchen doch nichts mehr. Die brauchen doch nichts mehr, die Toten. Deswegen plündern wir sie. Okay. Wir haben hier noch einen Schatz und dann war's das. Habt ihr nicht vielleicht ein paar? So, was sagt die Zeit? 20 Minuten. Da können wir ja theoretisch weiter die Hauptquest machen. Sei Dank. Wir fürchteten, wir hätten unseren Mentoren die Laster der Großstadt verloren. Meine eigenen Laster reichen mir völlig, grazie. Also, was führt euch her, Ezio? Erzählt mir mehr über die Templer. Ihr nennt sie Byzantiner, doch das Byzantinische Reich ging vor 60 Jahren unter.
Diese Männer gehören einer Linie an, die dem letzten Kaiser treu blieb. Konstantin dem XI. Wer sie jetzt führt, kann ich nicht sagen. Verstehe. Dann liegt es wohl an mir, es herauszufinden. Elcio, wo ist eure Hakenklinge? Meine Hakenklinge? Kennt ihr nicht? Ich wuchs mit ihnen auf. Zeigt mir, wie sie funktioniert. Okay, die Hakenklinge. Folgen Sie Yusuf und lernen Sie, wie die neue Hakenklinge eingesetzt wird. Jede Aktion mit der Hakenklinge mindestens einmal erfolgreich durchführen. Ah, okay. Stellt euch die Hakenklinge als verlängerten Arm vor, Ezio. Hier lang. Cool. Was? Kommt, wir müssen uns sputen. Glaubt, ich schaffe das nicht? Das mache ich mit links. Hier, kommt! Okay. Seht zu und lernt, Ezio. Wir nennen es den Hakenlauf. Prescht auf den Gegner zu und wenn er ihn erreicht, schlüpft mit der Hakenklinge vorbei. Ja. Harika! Cool. Schon cool. Die typische osmanische Hakenklinge besteht aus zwei Teilen. Haken und Klinge. Ihr verwendet das eine oder das andere. Ein tolles Ding. Wie wäre es mit einer echten Prüfung? Na bene, gehen wir. Der Blick von Galacta. Ezio ist nun stolzer Besitzer einer osmanischen Hakenklinge und braucht etwas Training, um diese Waffe zu beherrschen. Yusuf ist überglücklich, ihnen diesen Training zu bieten. Weniger als 60 Sekunden klimmen. Habt ihr Spaß? Oh.
Genau so. Lass die Hakenklinge die Arbeit machen. Ichte Beule, hängt euch richtig rein. Willkommen in Konstantinien, Ezio, dem Schmelztiegel der Welt. Zahllose Generationen beherrschten diese Stadt, doch keiner unterwarf sie. Sie erholt sich immer wieder. Sie scheint ein gutes Zuhause zu sein. Das stimmt. Machen wir ein Rennen? Ich bin beeindruckt, Yusuf. Das würde den Brüdern in Rom gefallen. Nur, wenn es angebracht ist. Yusuf, Çabuk buraya gel. Hä? Angriff von zwei Seiten, Galata und großer Bazar. Jeden Tag dieselbe Mühsal. Habt ihr Appetit auf ein Geplänkel? Ich tue, was ich tun muss. Guter Mann. Fortschritte in der Aktiken. Yusuf hat die Meldung erhalten, dass die Templer gleichzeitig zwei verschiedene Assassinenfestungen angreifen. Folgen Sie, Yusuf, während er einen Plan schmiedet. Ist er des Laufens müde? Schwingt sich der Assassine in die Lüfte. Passt auf! Das ist cool. Das ist echt cool. Ein Templerspeer. Und dort noch einer. Seht zu. Assassinen! Hilfe! Das ist geil. Wir müssen uns nun trennen. Ich gehe zum Bazar, ihr bleibt hier. Seht ihr diesen Turm? Sie, die Galata-Feste. Evet, ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein, doch dank euch muss ich das nicht. Heide Raskele. Geht's zu Galata? Also hingehen, was? Festung. Es gibt keinen Grund, hier oben zu sein. Bune Büyük, Sheriff Uster. Ist Yusuf bei euch? Ein Angriff in der Stadt erfordert sein Eingreifen. Wie ist unsere Lage? Wir schlugen die Vorhut zurück, doch sie werden sicher mehr Truppen senden. Sind eure Männer schon wieder kampfbereit? Jetzt sind sie's. Intensive. Die Templer bereiten einen Angriff auf die Gala-Festung der Assassine vor. Führen Sie die Assassinenbrüder bei der Verteidigung an. Thank you.
Verteidigung der Festung. Die Templer haben einen Angriff. Gehen Sie zu der Festung und verteilen Sie und die Angreifer zurückzuschlagen. Okay. Posieren Sie einen Anführer in den... Platziert euch dort. Sichert diese Stellung. Platziert euch dort. Verteidigt das Gebiet. Platziert euch dort. Okay. Wartet dort. Das Dach frei. Platziert euch dort. Gewehrschützen. Platziert euch dort. Sichert diese Stellung. Platziert euch dort. So. Aber müsste der Tier eigentlich... Verteidigt das Gebiet. Für mich. Ihr müsst diese Stellung halten. Feuer da.
Verteidigt das Gebiet. Wartet dort. Verteidigt das für mich. Dort drauf. Direkt da. Okay. Der letzte war wirklich. Also ich hier verloren. Luftattentäter. Okay, das gefällt mir irgendwie nicht so wirklich. Das gefällt mir wirklich nicht. Also diese Verteidigung, ja, ist okay, ist cool. Es ist was Neues, was Cooles ist. Aber ich hoffe. Gebt Bescheid, wenn die Templer sich sammeln. Yusuf und ich sind dann bei der Bazarfeste. Nehmt eine Fähre über den Hallitsch. Es ist der schnellste Weg auf die Halbinsel. Ich hoffe nicht, dass die das so häufig machen wollen. Okay. Noch hier hin. Irgendwas an dem Umhang. Kann ich meinen Kopf machen? Vielleicht bin ich zu müde. Werden wir verfolgt. Okay, das ist jetzt schon wieder soweit.
Heute ist ein schön. Ja, heute ist ein schöner Tag, aber ich will deine Schatz. Schönes Geschäft. Okay, schade, schade, schade. Was haben wir hier noch? Suchen? Können wir so, was hast du mir anzubieten? Mein lieber. Und für die Damen? Meine Auswahl an. Mein lieber Schneider, was hast du? Beutelchen? Die Erweiterung. Messerbeutel und schwere Schmiede. Teile. Klamottenfärben. Ja. Waldschirme kann man hier kaufen. Dann nächstes Mal. Auf bald, mein Herr. Wir haben hier noch ein paar Sachen. Was bist du? Alright. Aber haben wir hier keine Steckbriefe? Was mich ein bisschen verwundert, warum haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr gekriegt? Werden wir automatisch immer weiter gesucht? Das kann ja so nicht weitergehen. Nein, also wirklich. Ich muss eine neue große Kiste suchen. Herr Verluste, komm wieder. Ich lege halt also. Alter. Hauf hier nur was auf. Okay, das heißt also, wenn wir Sachen kaufen. Ich bin hier, falls ihr mich braucht. Wenn wir Sachen also verkaufen. Lassen wir erstmal mit sprechen. Das geht doch nicht. Was für ein Spektakel.
und ihnen das Leben ausbrennen. Da wird sich noch jemand... Lol, das hat ja überhaupt nichts geholfen. Wenn ihr Hilfe braucht, seid ihr hier willkommen. Salam und Alek. Illegale Sachen. Sind es wirklich zu illegalen Sachen, wenn wir einfach Sachen reparieren? Und die Stadt aufbessern? Edle Kunden, hier bezahlt ihr nur etwas mehr für den großen Mehrwert an... Mit den Byzantinern kooperieren. Wo sind die Wachen? Jemand sollte. Gute Menschen von Istanbul. Euer weiser Sultan. Söldner Roma. Ich bin nicht die Erfolge hier. Warte mal. Es wird wieder ein langer Part. So, aber ich würde jetzt sagen, wir beenden den Part. Ich bedanke mich, wünsche euch einen schönen Tag. Und nicht vergessen, Zip-Post-Gemot, Kommentar, Kommentar runterlassen. Und morgen geht's weiter. Also, bis morgen. Tschüss.